Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtkämpfer. Es geht, wie ihr schon gelesen habt, ein bisschen um was zum Basteln. Und das seht ihr nach unserem Intro. Ich denke mal, unsere Roomtour habt ihr alle schon gesehen. Wenn nicht, am Ende des Videos ist es auf jeden Fall verlinkt. Ja, da haben wir euch ja was erzählt, was Malibu leider in den Malibu Vans nicht einbaut. Deshalb werden wir jetzt selber tätig. Stefan hat aus unserem Bulli dieses Panel genommen. Das haben wir ein bisschen erweitert. Und das müssen wir jetzt hier irgendwie einbauen. Und weil ich ja von Technik keine Ahnung habe, Stefan, dein Part. Na gut, dann fangen wir mal an. Ja, um ein paar Modifikationen hier am Fahrzeug vorzunehmen, müssen wir also Strom für unseren Kasten haben. Da das alles nur so ein Provisorium ist und das bei unserem Fahrzeug natürlich dann vernünftig verbaut wird, also das heißt mit richtigen Löchern in den Schränken rein, machen wir das hier mit so einem Kasten. Dazu muss ich unter dem Fahrersitz, denn da drunter sind die Anschlüsse für Strom. Da kann ich mir das herholen. Was bedeutet das? Ja. Erstmal diese ganzen Verkleidungen einmal rund um diese Sitzkiste komplett abmontieren. Und danach heißt es Schrauben rundum zu lösen. Und zwar ist das ja die Drehkonsole und die ist an vielen, vielen Schrauben befestigt. Und die müssen erstmal gelöst werden. Ja, wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Natürlich haben wir ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar habe ich hier schon einige Schrauben ab. Wir haben die Sitzkiste von den Plastikverkleidungen getrennt und so einige Schrauben liegen hier schon. Vier Stück sind jetzt nochmal zur Fixierung dort drinne. Die müssen wir rausnehmen. Die sind hinten zwei und vorne zwei und dann haben wir das Ganze auch lose. Der Sitz ist demontiert, steht also hier. Und ja, was wir jetzt natürlich machen müssen ist, wir brauchen einmal Minus und einmal Plus für den Kasten. Das Ganze ist dann auch nochmal abgesichert mit eigenen Sicherungen logischerweise. Nah an der an dem Kasten dann selber bzw. an dem Hauptanschluss. Jo, und dann heißt das im Prinzip das Kabel noch verlegen, anschließen und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. So dicht saß ich glaube noch nie an einem Fahrersitz. Könnte daran liegen, dass der abgebaut ist. Und jetzt wird es richtig tricky. Wir wollen dort unten, was Stefan ja gerade gezeigt hat, auch noch einen Batteriecomputer mit dazu bauen. Den konnten wir jetzt natürlich auf der Schnelle der Zeit gar nicht beschaffen. Das heißt, wir bauen jetzt das erste Mal den Sitz ab, was er jetzt gemacht hat. Und wir bauen die dann irgendwann nochmal ab. So ist es nun mal, aber so hat Stefan auch was zu basteln. Ich habe meine Ruhe, das ist auch schön. Was soll man sagen? Man ist da schon ganz schön am Rumwürgen und Rumeiern. Wir haben auf diesen Anschlüssen waren Muttern drauf. Eine ist mir natürlich gleich nach unten weggegangen. Also das heißt, ich musste die erstmal rausfischen. Hab dann, also auf der Seite sind wir weggegangen und habe dann die ganze Verkleidung noch abgebaut, damit ja diese blöde Mutter daran kommt. Aber egal, es ist alles verbaut. Wir haben jetzt hier noch eine zusätzliche Sicherung. Und dann geht im Prinzip einfach nur ein Kabel, auch wenn es jetzt nicht hübsch aussieht, aber ein Kabel raus in die Box rein. Und alle Lampen leuchten, also man sieht, die Dinger haben hier Strom, also soweit funktioniert es. Sind auch nur noch die zwei Schalter jetzt, die dafür benutzt werden, aber dazu später mal mehr. Jetzt heißt es, alles wieder zusammenschrauben, Sitz wieder drauf, Verkleidung wieder drum, also das ist auch noch genug Arbeit. Ja, wir können eins vermelden, es war eine anstrengende Sache, aber es hat alles geklappt, Verkleidungen sind alle wieder drum, man sieht, Kabel geht hier raus. Geht sozusagen auf unsere Box und die ist auch schön groß, sage ich mal, dass wir sie theoretisch noch hier oben drauf stellen könnten auf den Tisch, wenn wir dann mal eine längere Zeit stehen oder sowas. Ansonsten wird hier hinten noch so eine Anti-Rutschmatte draufgeklebt, so dass wir sie hier in die Ecke legen können und dass die dann auch nirgendwo hinrutschen kann und dann sollte das klappen. Jetzt geht es hier weiter mit der Truma Einet Box. Da schauen wir uns das jetzt gleich mal zusammen an. Wir haben uns hier hinten entschieden, und zwar das Ding bei der Heizung zu verbauen. Ich werde das hier in dieser Serviceöffnung mit reinbauen. Man kann das auch oben an das Bedienteil, also Einet Ready Bedienteil muss es natürlich sein, mit einbauen. Also das CP Plus ist das, glaube ich. Wenn nicht, blenden wir es euch nochmal ein. Ja, das sind die Komponenten dazu. Die Einet Box, logischerweise. Dafür braucht man auch eine SIM-Karte, wenn man die über SIM betreiben möchte. Ein paar Anschlusskabel, die wir haben. Das hier ist der Gas Level Control
Und da wir Alugasflaschen haben, brauchen wir noch diesen zusätzlichen ja, Mechanismus hier, der im Prinzip das Ganze unter die Alugasflasche klemmt. Denn normalerweise ist das Ding natürlich magnetisch, aber an der Alugasflasche ist es natürlich, die ist ja nicht magnetisch, also kann das ja auch nicht haften. Ja, schauen wir uns das jetzt mal an. Für die Einbauanweisung und für die Gebrauchsanweisung gibt es natürlich zwei Anleitungen, zwei unterschiedliche. Die Einbauanweisung, da gibt es ein nettes Schaubild, da ist es relativ einfach hier oben gestaltet und angezeigt. Das heißt, die eine Box soll im Prinzip dazwischen geschaltet werden. Das haben wir jetzt auch getan. Wir haben die Leitung sozusagen von der Truma-Heizung abgemacht und haben dann die im Prinzip auf die Einnet-Box geklemmt und von der Einnet-Box geht eine Leitung auf die Truma. Ja, eingerichtet ist sie soweit. Was man nicht vergessen darf, das muss man noch machen am Bedienpanel. Dafür ist die Gebrauchsanweisung, glaube ich, war dazu zuständig, dass man nämlich diese ganze Geschichte auch initialisiert, also das heißt installiert. Und das muss man am Truma CP Plus Bedienpanel machen. So, jetzt haben wir es. Ja, jetzt heißt das Ganze noch ein bisschen ordentlich hier verbauen, bisschen mit Kabelbindern arbeiten. Und dann kommen wir auch schon zu dem Ganzen mit dem Level Control. Und wie das funktioniert, das müssen wir uns gleich nochmal angucken, weil das muss ich auch nochmal lesen. So, hinten an der Gasabteilung angekommen. Wir haben den Level Control schon mal unter die Alugasflasche gepackt. Ich zeige das einfach mal. Die Verbindung war sehr einfach. Das muss man einmal kurz drücken. Und dann kann man das mit der App verbinden. Und wenn man das per SMS auch benutzen möchte, also sprich mit der Einnet-Box sich verbindet, geht das genauso. Geht man in die Einnet-Box rein, sagt man neues Gerät hinzufügen, Gerätesuche und auch einmal kurz den Dingens gedrückt. Und dann kann man schon das auswählen. Da war dann noch die Einstellung, was für eine Gasflasche man hat. Also da gab es ganz viele zur Auswahl, auch sogar längliche, hohe, kann man dafür auch kriegen. Und ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Was jetzt dabei ist, sind solche Abstandshalter. Die Abstandshalter sollen darunter gepackt werden, damit die Level Control nicht beschädigt wird. Wir haben aber gesehen, dass sie komplett abschließt und damit auch komplett ja, weg ist sozusagen und die kann dann damit auch nicht kaputt gehen. Wir stellen die also so rein und außerdem würden wir die Dinger gar nicht angebaut kriegen, denn Malibu hat das hier gemacht, dass sie da so eine, ja, so eine Stange darüber gebaut haben, was ich ganz gut finde. Da geht nicht gleich der Boden kaputt und es ist ein bisschen höher sozusagen. Aber dadurch ist es natürlich auch gar nicht möglich, diese Dinger hier runterzuschrauben. Ja, jetzt heißt es Gasflasche wieder rein. Und dann können wir mal gucken, wie die Apps aussehen. Zeigen wir euch noch. Wir zeigen euch jetzt einfach mal, blenden euch jetzt mal diese App ein und zeigen euch mal, welche beiden wir im Prinzip haben. Einmal die Level Control. Das ist die reine App, die man für dieses Gas-Kontrollsystem benutzen kann. Man kann das Teil ja auch einzeln kaufen, dann hat man halt nur keine SMS-Steuerung, wie viel Gas noch drauf ist. Ja, die Gasflasche ist im Prinzip hier eingerichtet. Man sieht jetzt 11 Kilo Alu-Gasflasche, Füllstand bei 64%, Gasmenge und dann halt noch Batteriestand von dem Sensor. Man geht nochmal zurück. Wenn ich jetzt noch mehrere hätte, würden die halt untereinander stehen. Ja, dann haben wir im Prinzip noch die Truma selber. Bei vielen ist es schon bekannt. Einmal kann man natürlich auf den Status gehen. Da kann man sich erstmal anschauen, was man so alles hat. Also das heißt, wie viel Grad ist in dem Fahrzeug? Ist das sozusagen oben in der Mitte? Ganz links würde blau leuchten, wenn Strom angeschlossen ist. Ist jetzt hier der Fall nicht, weil wir eine Truma 6e haben, also mit elektrischem Heizbetrieb. Rechte Seite davon oben ist dann im Prinzip das Wasserfüllmenge. Darunter haben wir die Batterie. Aufbaubatterien haben jetzt 13 Volt. Ich glaube, das Panel sagt ein bisschen weniger, aber das müsste ungefähr hinhauen. Und darunter haben wir natürlich noch nochmal den Level von der Gasflasche. 7,1 Kilo sind noch in der Gasflasche drin. Man kann auch drauf gehen und sieht dann auch nochmal den Füllstand. Also der wird dann jetzt gleich nochmal eingeblendet. Der muss erst abgefragt werden. Und ja, Gasmenge, genau, also 64% Gasmenge, 7,1 Kilo. Und Restlaufzeit, finde ich ganz interessant, haben wir 3,1 Tage noch. Also ist ja ganz gut. Und da steht auch nochmal der Batteriesensor. Also theoretisch braucht man die Level-Kontrolle selber nicht, sondern man kann alles hier drüber machen. Ja, die Steuerung selber lässt sich natürlich jetzt auch hier über die Home-Seite machen, und zwar Fernsteuerung. Man kann hier alles einstellen, wie die Heizung laufen soll. Und dann geht man einfach wieder raus und dann wird die an das System übertragen.
Was allerdings, wenn man nicht in der Bluetooth-Reichweite ist, dann ist das jetzt so eingestellt, da wir eine SIM-Karte verbaut haben, ist es jetzt so drinne, dass im Endeffekt das Ganze an die Heizung dann gesendet wird und sie fängt dann an zu arbeiten, solange das Gas aufgedreht ist. Ja, was soll man sagen? Also wir stehen hier beide hinten im Bett. Also das Bett ist hochgeklappt, das hätten wir im Bulli nie gekonnt. Wir Nee, passen beide wunderbar her. ist schon eine coole Sache hier. Ja, das soll es bei dem Video jetzt gewesen sein. Also wir haben jetzt ein paar Sachen gemacht. Wir haben einmal unseren eigenen Elektroblock da so hingesetzt, damit wir halt USB und 12 Volt haben und halt auch Strom. Also was wir über den Wechselrichter kriegen. Wir haben jetzt eine Einnetbox verbaut und wir haben ein Level Control verbaut. Das wird wohl das Grobe sein an Technik. Eine großartige Techniksache kommt natürlich noch. Ja, das ist nämlich der Batteriecomputer. Wir wollen ja auch sehen, wenn wo was hingeht. Den Nicht? meinte ich gar nicht. Ach, den meintest du gar nicht. Welche? Was meintest du denn da noch? Guck mal nach vorne. Was ist Ah, denn das das? große Infotainment-System. Das ist schon bestellt, ist leider noch nicht angekommen, aber es kommt die Tage und dann wird es dazu mit Sicherheit auch nochmal ein Video geben. Ich glaube, das könnte euch auch interessieren, denn es ist nicht ein No-Name-Produkt, also ja. Verraten wir aber noch nicht, das kommt Genau. dann auf jeden Fall später. Vielleicht auch noch eine Rückfahrkamera, die denn dahinter verbaut ist, weil die Genau. Piepser alleine sind noch nicht so das Wahre. Ja. Also ein bisschen werden wir auch selbst in diesem Auto basteln. Die richtigen ganzen, wie was genau geschraubt wird, das haben wir euch diesmal sein lassen. Das ist eigentlich selbsterklärend, was auch die Bedienungsanleitung Ja, und wenn angeht. es halt auf irgendwas zu achten gibt oder sowas, dann sage ich das eigentlich auch. Genau, und wenn ihr Fragen habt, weil jetzt wisst ihr, der hat es gekonnt. Einfach entweder in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Das machen schon einige Leute. Freut uns immer, wenn wir euch helfen können. Genau. Und das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, was ihr seht. Bleibt vor allem gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne ein Like, kommentiert in die Kommentare. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr gar nichts. Und für alle Likes, für alle Kommentare sagen wir schon mal Dankeschön. Wenn ihr uns aktuell folgen wollt, dann schaut doch gerne mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, denn dort habt ihr immer aktuelle Fotos. Wenn ihr kein Instagram habt, kein Problem. Wir sind natürlich auch bei Facebook, facebook.com/Kreuzfahrtcamper. Da seht ihr natürlich auch aktuelle Beiträge, aktuelle Fotos. Dann ein super Tipp ist natürlich immer unsere Internetseite www.kreuzfahrtcamper.de. Dort haben wir alle Videos nochmal verlinkt in verschiedenen Kategorien, so dass ihr die besser findet. YouTube ist ein bisschen ja schwieriger. Dort findet ihr alle Videos, die wir gedreht haben und noch ein bisschen mehr. Nämlich Anleitungen und auch Tipps und so weiter, Stellplatzguides. Also das heißt, ihr könnt euch auch dort die Koordinaten für die Stellplätze zum Beispiel raussuchen.